Guten Abend, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie heute Abend zu einer ganz besonderen Folge von Aktenzeichen XY ungelöst. Es ist nämlich die 350. also 35 Jahre TV-Fahndung im ZDF. Und heute haben wir denn auch eine echte Überraschung für Sie. 30 Jahre lang war er das Gesicht dieser Sendung. Vor 5 Jahren hat er sich von der Arbeit vor der Kamera verabschiedet. Viele Zuschauer haben das sehr bedauert. Heute wendet er sich wieder an Sie, meine Damen und Herren, mit einem ganz persönlichen Anliegen. Der Erfinder von Aktenzeichen XY ungelöst, Eduard Zimmermann. Herzlich willkommen, guten Abend. Freue mich, dass Sie heute hier sind. Ja, ich auch. Der Anlass für meinen Besuch ist allerdings ein sehr ernster. Es geht um den schlimmsten Fall, mit dem ich bei XY zu tun hatte. Der heimtückische Mord an einem 10-jährigen Kind. Seit 21 Jahren verfolgt mich dieser Fall, denn ich habe dem Kind damals ein Versprechen gegeben. Und heute ist vielleicht die letzte Chance, dieses Versprechen einzulösen. Also das Ganze werden Sie uns nachher natürlich noch genau erklären. Wir werden in allen Einzelheiten darüber sprechen. Liebe Zuschauer, nun ist es soweit. Eduard Zimmermann möchte sein Versprechen einlösen, das er vor vielen Jahren einem ermordeten Mädchen gegeben hat. Sagen Sie doch genau, um was es geht. Ja, ich glaube, es ist das Beste, wenn wir zum besseren Verständnis der ganzen Geschichte zunächst einmal uns den Film anschauen, den wir am 1. Oktober 1982, also vor 20 Jahren, in dieser Sache ausgestrahlt haben. Okay. Bereits 4 Monate vor dem Verbrechen fabriziert der Täter einen der später verwendeten Erpresserbriefe. Offensichtlich weiß er zu diesem Zeitpunkt noch nicht, welches Kind er in seine Gewalt bringen wird. Denn er lässt im Text eine Lücke frei für die später einzufügende Telefonnummer der Eltern. Inmitten dieses Waldes, etwa 800 Meter vom Ufer entfernt, gräbt der Täter mit großer Wahrscheinlichkeit schon im Juli 1981, also 8 Wochen vor dem Verbrechen, im fast undurchdringlichen Dickicht ein etwa 2 Meter tiefes Loch, in das das spätere Gefängnis des Entführungsopfers eingebaut wird. Der Täter verwendet dafür eine selbstgezimmerte Holzkiste, die der Polizei noch heute ein ganzes Bündel von Fragen aufgibt. Das unheimliche Verlies, in dem das Entführungsopfer später den Tod findet, wird während der Ferienzeit fertiggestellt. Der Täter plant offensichtlich, das Kind längere Zeit festzuhalten. Denn er stattet die Kiste mit einem ausgeklügelten, letztlich aber doch nicht funktionierenden Belüftungssystem aus. Spätere kriminaltechnische Untersuchungen ergeben, dass der Täter die fertige Kiste etwa Mitte August im Erdreich versenkt. 15. September 1981. Erster Schultag in Bayern. Ursula Herrmann und ihre Freundin Monika besuchen am Nachmittag die Turnstunde ihres Sportvereins. Sie endet wie üblich gegen 18.45 Uhr. Tut mir leid, wir müssen abbrechen. Aber heute kannst du auch noch mit zu uns kommen. Ich habe mein Mickey Mouse Heftchen. Auch fein, aber nicht zu lange. Du weißt, ich krieg's ja, geschehen. Du kannst dir zu Hause an. Ihre Eltern rechnen eigentlich damit, dass Ursula um 19.15 Uhr nach Hause kommt. Aber hier, du schau mal, das ist gut. Brumi hat den Haifisch in den Bauch gestochen, platsch, wechseln sie mit dem Platsch. Das ist gut. Köhler? Namen der Hermann? Sagen Sie, ist unser Ursula noch bei Ihnen? Ja, okay, sind's doch so gut und schicken Sie es heim. Ursula? Das war gerade dein Papa. Hab schon gehört, ich gehe ja schon. Ihr könnt auch andermal wieder miteinander spielen. Morgen ist auch noch ein Tag. Servus, Monika. Wiedersehen, Herr Köhler. Wiedersehen, Ursula. Monika, räumt zusammen. Ja. Es ist geil zum Essen. Es ist 19.25 Uhr, als sich Ursula Herrmann auf den Heimweg begibt. Wenige Minuten danach wird sie, wie die späteren polizeilichen Ermittlungen ergeben, auf dem Uferweg von einem Unbekannten vom Fahrrad gerissen und verschleppt. Der Täter sperrt das Mädchen in das vorbereitete Gefängnis im Wald. Dort erstickt Ursula Herrmann. Die Polizei fand am Tatort eine Schleifspur, die in den Wald führte. Daraufhin wurde eine große Suchaktion über mehrere Tage angeregt. Und die hat er in der Tat dann auch Erfolg. Die Kiste wurde
gefunden. Und das Ganze wurde natürlich auch dokumentiert, sprich fotografiert. Und diese Fotos, die hatte ich ein paar Monate später bei mir auf dem Tisch, als wir begonnen haben, die Vorbereitung zu machen für die XY-Sendung zu diesem Fall. Und diese Fotos, das muss ich Ihnen sagen, das war das Schlimmste, was ich in meinen ganzen 35 Jahren XY erlebt habe. Das Kind das saß eingepfercht in dieser Kiste. Es war tot und trotzdem schaute es mich mit großen Augen verzweifelt und flehend an. Ich muss Ihnen sagen, ich werde diesen Blick nie vergessen. Also ich merke, das geht auch heute noch ganz nah an Sie heran. Sie sind ganz emotional dabei. Wobei Sie ja in 35 Jahren Aktenzeichen XY eine Unmenge von grausigen Verbrechen erlebt haben. Ja, das ist schon richtig. Aber hier war es ein Kind, das mich voller Angst und natürlich auch mit voller Erwartung so durchdringend angeschaut hat, dass ich also ganz spontan mir das Versprechen gegeben oder also abgenommen habe und natürlich auch dem Kind gegeben habe, dass ich alles tun werde, dass dieser Mensch gefunden wird und vor Gericht gestellt werden kann, der dieses Verbrechen begangen hat. Sie haben eine Zeichnung dazu mitgebracht, ja, noch von damals. Und diese Zeichnung hat also insofern einen ganz besonderen Wert, weil sie zeigt, unter welch brutalen Bedingungen das Kind gestorben ist. Eingepresst in eine 73 cm breite Kiste, mit dem verzweifelten Blick nach oben schauend auf die Luke, aus der sie Rettung erwartet hat. Aber diese Rettung, wie wir wissen, konnte nicht rechtzeitig kommen. Die Polizei hat die Kiste mit dem toten Kind erst einige Tage später entdeckt. Aber jetzt zum aktuellen Stand. Was kann man denn heute genau konkret tun, um diesen Fall nach 21 Jahren vielleicht doch noch aufzuklären? Na gut, man muss zunächst einmal sagen, die Polizei hat nie aufgehört, in diesem Fall zu ermitteln. In den vergangenen 20 Jahren sind mehrere tausend Spuren abgearbeitet worden. Heute geht die ganze Hoffnung auf neue DNA-Analysen, mit denen man vielleicht weiterkommen wird. Gerade aus diesem Bereich hört man ja heutzutage einige Wunderdinge. Wir haben darüber auch schon oft hier in XY gesprochen. Und die Polizei soll ja auch noch ganz brisantes DNA-Spurenmaterial festgestellt haben. Sie hat das alles praktisch nochmal abgeklärt. Es wurde am Tatort gefunden und stammt mit großer Wahrscheinlichkeit von den Tätern oder dem Täter. Also es handelt sich dabei um Haare, um Hautpartikel und so weiter. Jetzt meine Frage, warum hat dieses Material denn bisher nicht zu entscheidenden Erkenntnissen über den Täter führen können? Ja, also die damalige Kriminaltechnik war noch nicht so weit. Man konnte zum Beispiel biologisches Material nicht so unproblematisch, wie das heute geschieht, so weit analysieren, dass man also praktisch den heute weit gerühmten genetischen Fingerabdruck da herausfiltern konnte. Und die Polizei hat aber etwas anderes gemacht. Sie hat das gesamte Spurenmaterial konserviert und über aufgeräumt. Immer in der Hoffnung, dass also die wissenschaftliche Entwicklung weitergeht und dass man auf diese Weise dann doch noch ans Ziel kommt, auch mit dem alten Spurenmaterial. Es ist ja auch immer wieder untersucht worden, aber die Ergebnisse waren allesamt negativ. Ja, ein Problem dabei ist auch noch, dass man dieses biologische Material oft nur einmal verwenden kann. Denn bei der Untersuchung wird es praktisch immer wieder zerstört. Wie hoch schätzen Sie denn jetzt realistisch überhaupt noch die Chancen ein, dass dieses Verbrechen nach so langer Zeit noch geklärt werden kann? Ja, ich glaube sogar, dass wir heute etwas größere Chancen haben als noch vor 10 oder 15 Jahren. Und zwar aus einem ganz besonderen Grund. Der Täter muss Mitwisser haben. Er hat so viel Vorbereitungshandlungen betrieben mit der Kiste und der Grube. Das kann er alles gar nicht alleine gemacht haben. Und hier besteht eine ganz besondere Chance, in der Sache vielleicht jetzt doch noch weiterzukommen. Denn Mord verjährt in Deutschland nicht. Das ist auch gut und in Ordnung. Aber
Mitwisserschaft oder andere geringfügige Beteiligungen es könnten heute nach 21 Jahren längst verjährt sein. Und das wäre vielleicht eine Möglichkeit für manche Leute darüber nachzudenken, dass sie sich melden. Meine Hoffnung ist, dass aus diesem Personenkreis tatsächlich vielleicht wir jemanden finden, der sein Schweigen brechen wird. Ja. Und ich wünsche mir sehr, dass Ihr Besuch heute bei Aktenzeichen XY ungelöst doch noch so ein Umdenken bewirken kann. Vielen Dank, Eduard Zimmermann. Ja, und ich bedanke mich auch für diese freundliche Mitwirkung. Liebe Zuschauer, für Hinweise, die zur Aufklärung des Mordes an Ursula Herrmann führen, ist nach wie vor eine sehr hohe Belohnung ausgesetzt, nämlich insgesamt 50.000 Euro. Wenn Sie denn Hinweise haben, bitte an das Landeskriminalamt München. Guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie heute zuschauen und helfen wollen, Verbrechen aufzuklären. In der letzten Sendung hatte Eduard Zimmermann noch einmal den Mord an Ursula Herrmann aufgerollt, dem kleinen Mädchen, das entführt worden war und dann in seinem Versteck in einer Holzkiste erstickte. Die Reaktionen darauf waren überwältigend. Es gab so viele Hinweise, dass die Leitungen beim Landeskriminalamt in München buchstäblich zusammenbrachen. Menschen, das müssen Sie sich mal vorstellen, haben sich gemeldet, die 20 Jahre lang geschwiegen haben. Zwar ist der Täter noch nicht gefasst, aber endlich ist wieder Bewegung in diesen Fall gekommen.